Guten Tag, ich begrüße die Zuschauer von Goch TV über den Aufbau der Orgel in Goch. Ich bin Markus Baumanns von der Orgelbaufirma Seifert und schließe gerade den Setzer für die Orgel an. Und hier sind auch zurzeit auch andere Mitarbeiter von anderen Firmen, die gerade den Boden legen. Ein Elektriker ist gerade dabei, die Steckdosen anzuschließen. Also Flatterband, Eifenbretter, brauchen wir sonst noch was? Lukas, geh mal eben da hinten noch eine Latte holen. Ja. Dann können wir hier mal eben noch ein bisschen weiter ausrichten. Bitte, Ralf, hier hast du deine Latte. Dankeschön. Hier oben sehen wir jetzt die Kanalanlage oder einen Teil von der Kanalanlage. Nach vorne hin, dieses metallische Teil, das sind Zinnbleikondukten, auch ein Teil der Kanalanlage zur Versorgung der Prospektpfeifen. Hier sieht man jetzt den Verlauf des Kanals. Er läuft einem Gehäuse runter zu dem Balch. Der Balch verseucht die gesamte Windanlage mit Wind und somit dann auch die Windladen. Jetzt schauen wir uns hier die Holzpfeifen, die außerhalb der Orgel stehen. Das ist der Suvas 32 Fuß, die tiefsten Töne der Orgel. Nun werfen wir einen Blick in die Orgel. Die Füllungen und die Prospektpfeifen fehlen noch, deswegen können wir direkt reinschauen. Wie Sie sehen, ist sie von innen beleuchtet, das heißt, die Beleuchtung ist schon installiert worden. Und da sehen wir jetzt im hinteren Bereich die Lamellen vom Schwellwerk. Und hier sehen wir die Chalaisien des Schwellwerks. Das Schwellwerk ist dafür da, damit der Organist diese ganzen Pfeifen, die im Schwellwerk drin sind, in der Lautstärke kontrollieren kann, also lauter und leiser machen kann, indem er die Chalaisien bewegt. Und hier haben wir nun einen Blick in das Schwellwerk. Dort sieht man schon einige Holzpfeifen, die liegend unter der Decke aufgehangen sind.